Schicksalstag für Mette Frederiksen. Die dänische Ministerpräsidentin gibt vor den Toren von Kopenhagen ihre Stimme für die Parlamentswahl ab. Die Sozialdemokratin hat den Wahltermin selbst vorgezogen, nach einem Skandal um die Tötung von Millionen Zuchtnerzen während der Corona-Pandemie, für die es keine rechtliche Grundlage gab. Ich bin sehr optimistisch, kann aber noch nichts zum Ausgang sagen. Ob die sozialdemokratische Politikerin ihr Amt behalten kann, ist unklar. Umfragen sagen ihr ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit einem Block rechtsgerichteter Parteien voraus. Zu ihnen gehören auch drei rechtspopulistische Anti-Einwanderungsparteien, die laut Umfragen zusammen rund 15% erreichen könnten. Am Ende könnten weder die Linken noch die rechten Parteien eine Mehrheit im Parlament bekommen. In diesem Fall könnte die neue Moderatenpartei von Lars Løkke Rasmussen das Zünglein an der Waage sein. Umfragen sagen dem Bündnis des früheren liberalen Regierungschefs um die 10% der Wählerstimmen voraus.